Hallo meine Lieben, herzlich willkommen. Heute war es soweit. Ich hatte ja schon gesagt, die ganze Woche über dachte ich irgendwie, möchte eine Botschaft durchkommen von meiner Mannschaft, ja, für unsere Seelenpartnerschaften, beziehungsweise es geht eigentlich mehr tatsächlich um die Beziehungen der neuen Zeit, ja, so wie ich es jetzt empfangen durfte. Und es geht vor allem auch darum, was du selbst tun kannst, um eventuell einen Seelengefährten oder eine Seelengefährtin in dein Leben zu ziehen, mit der oder dem dann aber auch eine wirklich lichtvolle, erfüllte, glückliche Beziehung möglich ist. Denn so wie ich es im Channeling heute empfangen durfte, ist diese vergangene Zeit sehr, sehr wichtig gewesen, denn viele Menschen haben karmische Seelengefährten getroffen und vor allem wird in dem Channeling auch ja, ziemlich detailliert darauf eingegangen, was es bedeutet, so eine karmische Seelenpartnerschaft zu durchleben, ja, also auf diesen Prozess, dass man irgendwann an dieser Weggabelung steht, was tue ich jetzt, ja, bleibe ich weiter in dieser niedrigen Energie des Wartens und der Bedürftigkeit oder nehme ich die Aufgabe an, ja, die dieser karmische Seelengefährte in mein Leben bringt und gehe weiter. Und dass das dann wiederum die Voraussetzung dafür ist, auf eine ganz andere Ebene zu gelangen, auf der dann auch andere Beziehungen möglich sind. Also ich war sehr berührt von den detaillierten Botschaften. Ich danke euch für euer Verständnis, dass ich mal wieder ein Vimeo- bzw. Website-Video veröffentliche. Ihr werdet gemerkt haben, dass ich das nicht mehr oft mache, aber ab und an ja, gesteht es mir einfach bitte zu. Und wenn du das Video anschauen möchtest, dann findest du alle Infos dazu und die Links hier in der Infobox unter diesem Trailer. Wer nicht bei Vimeo oder auf unserer Webseite registriert ist, ja, denn es kommt immer mal wieder vor, dass mir jemand schreibt, ja, Uli, ich würde ja das Video gern kaufen, aber ich möchte mich weder bei Vimeo noch auf der Seite registrieren, dann schreibt mir gerne eine E-Mail, dann werde ich auch in Zukunft, das ist zwar ein bisschen Mühe, aber ich möchte trotzdem niemanden jetzt ausschließen, der das Video sehen möchte, kommt aber mit Vimeo und den Zahlungsbedingungen vielleicht auch auf der Webseite nicht zurecht, dass ihr das Video sehen könnt, dann könnt ihr mir den Ausgleich dafür entweder überweisen oder über PayPal senden und ich schicke euch das Video über WeTransfer per E-Mail. Das ist ein Dienstleister, mit dem man große Dateien versenden kann per E-Mail und dort steht euch das Video dann für 6 Tage zum Download zur Verfügung, so wie das ja auch bei den Aufzeichnungen der Mond-Sessions ist. Also das wollte ich einfach nochmal dazu sagen und anbieten, weil es immer mal wieder vorkommt, dass jemand sagt, mir geht es gar nicht um den Ausgleich, den würde ich gern bezahlen, aber ich möchte das gerne jenseits von einem festen Portal machen, in dem ich mich registrieren muss. Ja, meine Lieben, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du Interesse hast, dir das Channeling anzuhören. Also es ist ganz ausdrücklich nicht nur für Seelenpaare oder für Menschen übermittelt worden, die sich in einem Seelenpartnerprozess befinden, sondern es geht insgesamt über ja, Beziehungen der neuen Zeit, was das mit unserer eigenen Schwingungsfrequenz zu tun hat. Und ich war sehr berührt von den übermittelten Botschaften. Ja, dann freue ich mich natürlich, wenn du dabei bist. Danke dir von Herzen, dass du dadurch auch einen kleinen Ausgleich natürlich auch für meine kostenlosen Videos hier auf YouTube gibst. Und begrüße dich gleich nochmal im Channeling. Tschüss!